Die Wassermassen haben in den Flutgebieten Brücken zerstört, Hunderte von Kilometern Schienennetz unbefahrbar gemacht, Straßen unterspült sowie Strom- und Gasnetze unterbrochen. Bis alles wiederhergestellt ist, dürfte es Jahre dauern. Das nordrhein-westfälische Erftstadt vor und nach der Unwetterkatastrophe. Das genaue Ausmaß der Schäden lässt sich langsam erahnen. Allein bei der Deutschen Bahn sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 600 Kilometer Bahngleise beschädigt. In Mainz arbeitet man noch an einem Gesamtüberblick aller Schäden. Wir haben die erste Schadensmeldung, die Bezifferung der Schäden für Ende dieser Woche angekündigt. Wir schauen auch mit Sorge auf die Wetteraussichten für das Wochenende. Nochmals sind Starkregen angekündigt. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Behördenangaben mindestens 500 Brückenschäden. In der Ortschaft Insul hat die Bundeswehr einen Behelfsübergang errichtet. Die alte Brücke ist weg. Für die gesamte Infrastruktur rechnet die Bundesregierung nach ersten Schätzungen mit 2 Milliarden Euro Kosten. Bei Brücken sind wir in der Regel immer bei zweistelligen Millionenbeträgen. Also da erreichen wir auch schnell eine Grenze von 2 Milliarden. Also ich glaube, vor dem Gesamtschaden ist das sicherlich noch eine nicht ausreichende Größenordnung. In beiden Bundesländern sind Sachverständige in den Unglücksgebieten unterwegs, die überhaupt erreichbar sind. Vom Gemeinde- und Städtebund ist zu hören, es könnte 10 Jahre dauern, bis es wieder so aussieht wie vor der Katastrophe.